Inos zum Gruß und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Days Gone. Wir stehen an Colonel Garretts Unterkunft, Baracke, wie man es auch immer nennen mag. Oh, damn. Okay. Ah ja, da sollten wir ja auch hin. Okay, wir waren das letzte Mal im Inneren von Wizard Island unterwegs. Und da habe ich leider nicht wirklich viel gefunden. Aber das macht ja nichts. Sich den Ort einmal anzusehen, kann trotzdem helfen. Zudem bekamen wir einen Auftrag von Offizier Weaver, dass wir zur Mine fahren sollen, nördlich gelegen vom Diamond Lake, und sollen nach einer Offizierin Ausschau halten, und zwar, das wäre nämlich genau diese Mission, sie zurückbringen. Begib dich in das Gebiet nördlich von Shemalt. Die Hoffnung nie aufgeben, wir sollen dann nämlich eine Person der Miliz zurückbringen. Und ich hatte mit euch einen kleinen wissenswerten Exkurs über die Waffenauswahl hier in oder im Camp. Ja gut, Camp kann man den Ort ja hier eigentlich schon nicht mehr nennen, ne? Wizard Island gesprochen gehabt. Nahezu eigentlich jede Waffenart oder jede Waffe, die es hier auf dieser Insel gibt. Das wäre mein Ziel, die mal zumindest gekauft zu haben. Weil ich bin eigentlich drei Viertel von dem, was es hier anzubieten gibt, schon wirklich ein Freund von. Nur, naja, die Waffenwahl, die wir haben, die ist schon nicht übel. Und mit dieser werden wir auch nach wie vor erstmal weiter hantieren. Wo ist denn... Okay, wir laufen geradewegs drauf zu. Unser Moped steht hier unten. Es wurden auch alle Beuteteile einmal abgegeben. Freakern als auch die Ausbeute von den Tieren. Und durch die... Oder durch das Gespräch ganz oben mit Colonel Garrett sind wir eine Stufe aufgestiegen. Bruder, das ist... Alter Schwede, okay. Das ist mal eine ordentliche Tour. Das Problem ist, reicht der Sprit bis dahin? Ich hoffe es doch. Wir haben zwar einen neuen Tank und der ist auch... Das Fassungsvermögen davon ist nochmal ein gutes Stück größer als der letzte, den wir hatten. Nichtsdestotrotz in einem unbekannten Gebiet zu fahren, bei dem man St. John, Corporal St. John, sperr mal die Ohren auf. Hey, also, dieses Ding, das Funkgerät geht nicht mal. Taylor, ja, das Ding funktioniert. Was gibt's? Deacon St. John. Hey, ich meine, tja, nichts. Ich wollte nur mal hören, wie es läuft. Habt ihr es seit der Vereinigung nicht gesehen? Das war krass, oder? Taylor, weißt du was? Ich bin beschäftigt. Was? Hey, was zum Teufel? Wo bist du angeteilt? Ich bin in der Infanterie oder so. Ich brenne Nester nieder und fälle Bäume. Sowas halt. Also Mann, sorry. Was machst du? Naja, ich fahr da raus in die Außenwelt, suche Vorräte für die Offiziere, die dann was auch immer damit machen. Scheiße, davon habe ich gehört. Ja, ja, die bauen Biowaffen und Chemiewaffen und so ein Zeug, ne? Fackeln die Freaks ab, oder? Ja, hör zu, Taylor. Ich muss los. Na schön, ey. Hey, hör zu, ich habe Zweifel an der ganzen Sache. Außerdem den ganzen Militärscheiß, weißt du?
Na, Taylor, welchen Kanal nutzt du? Bist du sicher, dass du nicht abgehört wirst? Ach du Scheiße. Das kannst du laut sagen. Ich muss los. St. John Ende. Damit hat Deacon auf jeden Fall einen Punkt. Ich meine, Taylor scheint ja kein schlechter Typ zu sein, aber er... Corporal Deacon St. John. Hey, sperr mal die Ohren auf. Hey. Taylor, was brauchst du diesmal? Da bist du ja. Okay. Ich weiß jetzt, wie das Ding funktioniert. Mit sicherem Kanal und so. Läuft's mal. Da hat er ja echt nicht lange gefackelt, ne? Hat er ja sehr zügig quasi sich zurückgemeldet. Ja, okay. Taylor, ich hab grad zu tun. Ach, scheiße. Gut, ja. Also... Ja, tut mir leid, Mann. Also, angeblich gelangen Drogen ins Camp. Direkt vor der Nase des Colonels. Echt gutes Zeug. Hast du schon davon gehört? Ich nehme keine Drogen, Taylor. Also nein, ich weiß gar nichts. Warum? Nein, ich auch nicht. Es ist nur einer von den neuen Rekruten, sonst werde ich dich finden. Fährt ständig ins Camp und wieder raus. Verdammt, Taylor, hör mir zu. Geh einfach zu Corey, der kümmert sich darum. Hast du verstanden? Ja, klar, schon gut. Ja, okay, Sir. St. John, wir hören uns später. Okay, Ende. Taylor, was zum Teufel treibst du da? Scharfschützen hinterhalt auf der Straße. What? Dann will ich doch mal die Keule erstmal austesten jetzt. Oh. Ja, aber auch nicht zu übereifrig werden jetzt. Sehr schön. Also bei der Keule bleibt es trotzdem bei einem Zweifach-Hit. Sogar hier unten kann man diesem beschissenen Radio Free Oregon nicht entkommen. Ja, also dank des Funkturms den... Krass, ich kann ja noch nicht mal die Karte mehr nach oben ziehen. Aber ja, krass. Also durch den Funkturm, das ist meine Reichweite. Nur Deacon meinte irgendwas von einem Scharfschützenhinterhalt auf der Straße. Ich habe hier noch keinen gesehen. Wenn das nur einer ist, dann gehe ich mal mit dem Messer auf den Typen los. Jetzt. Weil ich würde mal sagen, alles was ich an Munition und auch an Sprit sparen kann, das würde ich auch ganz gerne sparen. Ernährungsbombe.
mir damit gleich noch eine bauen? Nee, es fehlt am Schießpulver. Na gut. Okay. Verdammte Scheiße, jetzt muss ich hier sogar schon auf der Straße aufpassen. Ja, das kann ja was werden, Leute. Na, das kann ja was werden. Ich hoffe mal, davon gibt es hier nicht allzu viele. Ich glaube, das Hinterhalt campt da oben. Ein Camp voller mordender Drifter. Die Arschlöcher kommen mir bekannt vor. Ich muss sie ausschalten. Zumal das würde nämlich auch die Karte weiter aufdecken. Und ich denke mal, das wären sinnvolle Investitionen, sich erstmal darum zu kümmern. Ich glaube, das werden wir auch erstmal tun. Keep out. Mhm. Ich muss das Camp säubern. Alles Mörder und Diebe. Ich darf keinen von ihnen entkommen lassen. Dafür war mir die Kugel es definitiv wert. Pupa oder was haben wir hier? Berglöwenfleisch. Oho. Das wird mit Sicherheit gut was einbringen. Das war auch die allererste Begegnung mit einem solchen Tier. Ja, das hier geht so in die Richtung. Moment, ist das überhaupt noch gewollt? Nee, weil sonst hätte ich gerade gesagt, das ist ja wie bei Sniper Elite. Ich glaube in der vierten Mission oder wo das war, im Kloster. Das kleinste Gebüsch überhaupt. Ein Benzinkanister steht hier auch. Es ist sehr schön zu wissen. Zwei Kugeln noch, wie... Okay, 67% noch vom Schalldämpfer. Das ist ja auch noch wer. Das hier war auch wieder ein Zug von Nero. Gut, ich habe gegen Anfang echt veraimt, das gebe ich zu. Ich glaube, hier war doch noch die Person, oder? Ja.
Den Typen da hinten, den, der wird gemessert. Nur das nenne ich mal einen Sniper-Posten. Ihr fallt ihm gerne in den Rücken, stimmt's? Wie gefällt euch das? Okay. 10 noch übrig. Gut, die hat nichts gemerkt. Oh, snap. Das Problem ist nur, man kann ja von hier aus nicht einsehen, was sich links vom Zug befindet. Genau, gehen wir schön weiter. Da steht auch noch wer. Der da darf sich bloß nicht umdrehen. Jetzt oder nie. Schön. Sehr schön. Der könnte uns sehen. Ja, so vielleicht nicht mehr. Boah, noch mit der Zigarette. Jo, das war doch mal erfolgreich. Nochmal 3 weitere ausgeschaltet. Oder wieder linke Arm, aber schön crispy. Da steht ja auch noch wer. Ui, ui. Eieiei, okay, der Typ ist aber im Gegensatz zu den Rippern doch noch mal eine Stufe stärker gepanzert, so wie es den Anschein hat. Und noch einer. Jetzt hab ich dich, Arschloch. 2 noch. Zwei hier vorne macht 13, also noch 2 übrige, von denen ich nicht weiß, wo sie sind. Nur wenn ich hier runterspringe, komme ich da nicht mehr hoch. Oh shit. Also für den halte ich mir die Liberator warm. Ach, hier ist noch einer. Dreh dich um. Kommt der hier hoch? Glücklicherweise nicht. Tu!
Also die Liberator beizubehalten ist auf jeden Fall die Waffe der Wahl. Okay, aber er trägt das gleiche Maschinengewehr wie die Ripper. Wie viele Schuss waren das jetzt für den Typen? Ich glaube, drei, die wirklich getroffen hatten. Also zwei Gegner noch. Nein, weg mit dem Schalldämpfer. Schön an mir vorbeigetaumelt. Das war's mit euch. Wie gefällt euch das, hä? Überfallen zu werden macht Spaß, hä, ihr Drecksmörder. Sie sehen doch aus, als könnten sie hier einen unterirdischen Bunker haben, oder? Ich hätte jetzt auch nicht gesagt, also auf den Typen zu sprechen zu kommen, der hier als letztes gerade dahin gerafft worden ist. Oh, huh, kommt endlich mal ein bisschen frische Luft an die Birne. Als er sagte Rückzug und kam dann trotzdem in unsere Richtung gelaufen, das verstehe ich jetzt nicht unter einem Rückzug, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, das war doch ein relativ einfaches Beseitigen von Gegnern. Ja, hier sollten sich Leute zurückhalten. Ich frage mich nur. Also ja, man hätte auch von aus der Richtung hier kommen können. Wäre vielleicht bergab auch sinnvoller vielleicht irgendwo gewesen. Hätte ich fast nicht gesehen, das Sägeblatt. Aber wo willst du denn hier eine Bunkerluke haben? Das Feuer ist auch schon erloschen. Ja, vielleicht hier bei den LKWs. Hallo. Hier bin ich schon wieder zu weit weg. Interessantes Detail. Also den Zug kann man auf jeden Fall ausklammern. So, da wird er ja nicht sein. Und nochmal Munition, hallo. Also es kann eigentlich ja sich hier nur im Zentrum irgendwo abspielen. Oder war das vielleicht doch hier irgendwo unterhalb vom Zug? Weil viel Fläche gibt es ja hier eigentlich nicht, was so einen Bunkereingang zulassen würde. Oh, das ist da unten. Ist ja richtig gut versteckt. Ja, nee, nicht unbedingt. Das soll nur gewisse Leute abschrecken. Puh. Das ist eine gute Frage, ey. Wo ist das Ding?
Wahrscheinlich bin ich schon 10-mal dran vorbeigelatscht. Könnte ich wetten. Das gibt's doch gar nicht. Interessant. Also ich bin und bleib dabei. Ich muss sagen, das finde ich bis jetzt sehr interessant. Kill Nero. Ja. Ich glaube, die würden anders darüber denken, wenn sie mal einen der schwarzen Helikopter in Action gesehen hätten. Wo soll denn hier die Luke sein, sag mal? Na, hier war ich noch nicht. Aber hier ist auch nichts. Hm. Tja, also das Gebiet ist ja relativ abgesteckt, ne? Auch hier mit den Barrikaden am vorbeifließenden Fluss. Oder da in der Ecke? Hier vielleicht? Ja, auch nicht. Junge, was ist denn das? Bin ich so blind? Vor so einer Luke ist ja auch nicht gerade klein. Was ist das? Ich bin gerade ein wenig vom Spiel selber ausgedribbelt, merke ich. Also das ist ja richtig, richtig traurig. Hier ist auch nichts. Hey Leute, so groß ist das Lager nicht. So groß ist das doch hier gar nicht. Tja, das ist wirklich mal etwas, wo ich sagen muss, ich bin ein wenig überfragt. Ein ganz klein wenig. Oh. Na bitte. Oh Mann. Ja, also die paar Sekunden haben wir jetzt auch noch Zeit. Junge, das war ja eine absolut schreckliche Vorstellung. Aber der Bunker ist wenigstens halbwegs aufgeräumt. Was ist das? Eine Karte? Notizen? Alles klar. Cascade Lakes. Mhm. Immerhin etwas, ne? Jetzt müssen wir den ganzen Prozess hier natürlich auch erstmal wieder nach oben treiben. 79%. Hallo. Aber kein Herstellungsgegenstand. Infiziertes Gebiet. Ach, das gibt's ja auch mal wieder. Oho! Okay. Infiziertes Schreiergebiet. Oh no. Nee, Schreier, ich dachte jetzt gerade Kreischer. Nee, was ist das denn dann hier? Hm. Ja gut, das hat schon mal ein bisschen was geholfen. Da oben ist noch eine Hinweistafel jetzt aufgedeckt worden am Sägewerk. Und da ist noch eine. Okay. Ja, ich glaube, ich erinnere mich, dass man hier von unten über eine Rampe springen muss, um auf die Insel zu kommen. Drei Hinweistafeln nahe beieinander, das ist auch ganz gut zu wissen.
Oh, scheiße, Alter. Ja, okay. Also um dahin zu kommen, müssen wir durch zwei infizierte Gebiete. Aber egal. Ich meine, die Mission ist klar. Und vor allem, was auch wichtig ist, wenn wir das hier lösen, also diese infizierten Gebiete natürlich auch noch räumen, gibt es auch noch mal Punkte. Nicht extrem viel. 1100 für beide, wenn man es macht. Aber wenn wir schon da hinten durchfahren, ja, dann machen wir es natürlich auch gleich auf einer Rutsche. Aber packen wir uns erstmal ab. Zu mehr ist Deacon nicht mehr gekommen. Also gerade in dem Gebiet fahre ich dann doch lieber bei Tag. Alright, dann Leute, ich danke fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Days Gone.